Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Forza Horizon 5 Multiplayer-Ausgabe. Es ist wieder Zeit für Wheelspin in der Unicorn Edition. Und das heißt nicht nur, dass die Fahrzeuge richtig bunt sein sollen, sondern die Fahrzeuge sollen auch grundverschieden sein. Und das hat zumindest mal jetzt hier direkt zur Anmod funktioniert. Ja, wir haben uns ja nicht jetzt abgesprochen, wer welches Fahrzeug am Anfang fahren soll. Aber gleich dürfen wir uns A nicht absprechen und B müssen wir das Schicksal auch so ein bisschen entscheiden lassen. Denn das Ziel dieses Formates ist, dass es, dass wenn man ein Fahrzeug sich kauft, aufgrund des Budgets der gezogenen Spins, dass man ein Fahrzeug verwendet, was kein anderer hat. Man weiß es ja aber nicht, was die anderen haben. Also deswegen ein bisschen Gamble, ein bisschen Glücksspiel. Wir werden es rausfinden. Mit dabei heute haben wir auf jeden Fall Andy, Crapper, Maxi, Mr. Elvinko, Nu 24 Stunden Racer, Flowing, Falk Games, Games Falk, Falky Games, Falkinator und so weiter. Ihr kennt das ganze Spiel, die ganzen Titel, ist furchtbar. Luna Blaze ist mit dabei, Mr. Exis, Bad Boy, Kubo und Brainswitch. Grüß euch. Hallo. So, und dann würde ich sagen, verlieren wir keine Zeit. Es wird gleich gedreht. 5 Spins gibt es bei der Unicorn Edition. Im Übrigen, es gab schon mal eine Folge zur Unicorn Edition, falls ihr die verpasst haben solltet. Also da könnt ihr es auch nochmal auschecken. Da haben wir es tatsächlich geschafft, dass es keine Doppelten gab, was mich sehr verwundert hat, weil ziemlich prominente Fahrzeuge mit dabei waren. Mal gucken. Genau, Joker-Spin gibt es auch wieder. Das heißt, wenn man nicht zufrieden ist mit seinen 5 Spins, kann man einen Joker ziehen, das bitte ankündigen. Und dann hat man nur 4 Spins. Alle Spins unter 10.000 werden auf 10.000 aufgerundet. Ja, und das ist es eigentlich soweit. Viel mehr gibt es da nicht zu sagen. Alter, das ist echt ein schlechter Witz. Ich glaube, ich weiß jetzt schon, dass ich Joker. Erster Spin 1.000, zweiter Spin 2.000. Da kannst du in der Leiter noch weiter nach oben gehen. Ray Jinx ist bitte ja, nicht. Ist so. Boah, ich ziehe auf jeden Fall einen Joker. Das ist sowas von sicher schon. Also wenn jetzt der letzte Spin nicht jetzt ein Millionenfahrzeug mir gibt, dann ja. Okay. Ich glaube, ich behalte es. Ich Joker auch. Das wird schon schief. Also ich Joker safe. Ich hätte bis eben auch gesagt, ich Joker. Aber ich kriege auch nur Scheiße. Yeah. Ich Joker doch nicht. Nö, ja, vergiss es. Okay, es geht nicht besser. Joker fängt nicht gut an. Geht nicht gut weiter. Ja, geil. Ja, das ist okay. Ja. Ich vertraue also ich Joker nicht. Wieder eine ich sehr nur, müßige was ist Ausgabe wenn? Bei mir. Also ich glaube nicht zu Jokern war. Ja, nicht Jokern war auf jeden Fall Alter, die richtige Entscheidung für mich. Und zwar deutlich, holy shit. Ah, das sieht auch nicht so gut aus. Ich muss mal. Ja, okay. Joker war definitiv die bessere Entscheidung, aber ich habe trotzdem für das, dass man so oft drehen darf, echt nur Müll, muss man wirklich sagen. Aber gut, so ist es halt. Ich so Joker halt. Auch. Ich muss erst mal gucken. So, oder? Okay, das ist auch einfach zusammengerechnet, weil 10 mal 4 gibt 40, das ist easy, also. Nein. Gut, ich würde aber sagen, während die letzten noch zu Ende drehen, machen wir trotzdem jetzt hier schon mal den Cut. Jeder bewegt sich zu seinem Wunsch-Tuner, sag ich jetzt einfach mal hier in Mexiko. Und dann hat man 15 Minuten Zeit, sein Auto zu tunen, zu gestalten, was auch immer. Vielleicht erstmal ein Auto zu finden vor allem. Und dann treffen wir uns in alter Frische hier wieder. Und dann sind wir mal gespannt in erster Linie, ob es doppelte Fahrzeuge gibt oder eben nicht. Jo, ich hab, nicht so viel Glück gehabt in meinem ersten Versuch. Im zweiten Versuch hat's jetzt doch ganz gut geklappt. Insgesamt müssten das Costa Quanta 280.000 sein. Mal schauen, was man für das Geld so kriegt. Ich sehe auf jeden Fall schon mal was Cooles. Was sehr Gutes. Ein Ultima. Der ist ein Extreme Track Toy. Schade. Das wäre cool gewesen. Und die sind schon zu teuer. Das hieß, den kann ich mir nicht mehr leisten. Den auch nicht. Da den schon. Und den auch. Das ist schlecht. Warte mal, gehen wir ein bisschen runter. Und eventuell bisschen mehr Tuning-Budget. Aha, was haben wir denn hier? Das sieht doch schon mal gut aus. Dann nehme ich den.
Mit der Spielkind, mit dem Spielkind-Design von Stewie. 224.000 Euro kostet das Ganze. Da muss ich auch jetzt rechnen. Also 56.000 fürs Tuning. Ich denke, es wird einfach irgendwie bessere Reifen, wenn es da noch irgendwas gibt. Ja. Mehr wird das dann auch nicht. Glaube ich. Individuelles Upgrade. Da. Noch schon ein bisschen her, dass ich. Das macht keinen Sinn. Der 56. Könnte schon Sinn machen, aber nee. Dann gehen wir lieber in der Aero. Schnell drauf schauen. Schön Bodyparts von Duke Dynamics. Reifen. Semislicks. Bringen jetzt für 10.000 das, was ich will? Das ist eine sehr gute Frage. Ja, gut, die bringen schon gut was. Reifen. Uppala. Spur. Sieht zwar kacke aus, muss aber nur gut fahren. Diese Tunings sind auch keine Empfehlungen. Das ist immer rein auf, worauf habe ich Bock. Beziehungsweise. Ja, eigentlich schon, worauf habe ich Bock basiert. Und es könnte noch irgendwie fahren. Wenn Federn, Stabis. Ach, ich kann ja gar nicht so viel einbauen. Oh je. Das ist ja ein Trauerspiel. Aber die Gewichtsreduzierung, die nehme ich mit. Und dann noch Motor. Turbo. 5.000. Schnäppchen. 55.000. Krieg da noch irgendwas rein? Das ist wahrscheinlich alles zu teuer. Das ist auch zu teuer. Irgendwie für ein paar hundert Euro ein Auspuff oder so. Wahrscheinlich nicht. Nee. Ja, sag ich auch nicht. Sag ich auch, reizt sich das Ganze nicht aus. Ich hätte ein Tuning-Budget von 56.000. 700 habe ich noch frei. Ich glaube, das will ich auch gar nicht ausreizen. Aber bin ich jetzt schon mit zufrieden. Bauen wir das Ganze ein. S2 passt. So. Individuelles Tuning. Mal ein bisschen grob was einstellen hier. Irgendwie so, das könnte schon ganz gut sein. Bisschen mehr, wenn ich eine richtige Änderung habe, ein bisschen länger. Ungefähr vielleicht, ein bisschen. So, zack, Anlenkwinkel stellen wir auch mal ein bisschen hoch. Stabis, mal Meta-Einstellung probieren. Das kann ich ja noch ändern, zum Glück. Geht dann ein bisschen härter. Fahrwerk kann ruhig so niedrig sein, aber vielleicht ein Ticken höher. Also Dämpfung auch eher ein Ticken härter. Das lasse ich mal so. Bremse, gehen wir mal auf 103%. Es fährt sich immer ein Ticken angenehmer. Diff. Ja, okay. Jetzt müsste es schon irgendwie so passen. Das passt bestimmt. Das ist auch kein Extreme Track Toy. Modern Supercar, wunderbar. Ist der gratis? Nein. Ist der vorgetuned? Nein. Keine Forza Edition oder Jubiläum, den gibt's schon länger. Ja, ich glaube, dann kann ich auch mal Probe fahren. Welchen Pässe will ich eigentlich machen? Der fährt aber gut, also dafür, dass ich jetzt nur so ein bisschen rumprobiert habe, fährt er sich echt moderat. Also
Also der hat keinen Übersteuer und Untersteuer. Also zumindest merke ich davon jetzt nichts. Also, ja, das kann man so lassen. Würde ich mal behaupten. Der ist auch keine großen Kurven gefahren, aber... Es passt schon, ich habe da irgendwie Vertrauen. Nicht. Meine Tuning-Künste... Gut, alles klar. Dann bin ich soweit fertig mit dem Tuning und wir sehen uns nach einem kurzen Cut. Ja, und da haben wir den bunten und hoffentlich sehr verschiedenen Haufen. Wir gehen mal so ganz grob drüber, ob wir irgendwas Gleiches sehen. Ja, hier sehe ich schon mal zwei Fahrzeuge, die sehr ähnlich aussehen. Zumindest mal haben sie beide eine Tarnfarbe. Wir müssen da nochmal genauer drauf gucken. Ja, so hier, okay. McLaren Connection ist auch am Start, also... Ja, ganz grob drüber guckt, würde ich jetzt sagen, es gibt nichts Doppeltes. Ja, Glück gehabt, aber wir gehen es mal der Reihe nach durch. Wir beginnen mal bei Luna. Also, ich hatte 255.000, hatte nicht gejokert, auch wenn ich das eventuell gesagt hatte, der letzte Spin. Da hatte ich nämlich 200.000 rausbekommen. Der hatte mich dann mehr oder weniger gerettet. Somit habe ich mir dann einfach die Viper gekauft, damit ich noch ein relativ großes Tuning-Budget hatte. Und das habe ich hier auch vollkommen ausgenutzt. Alrighty, Crapper. Ja, also ich habe insgesamt 400.000 gezogen, mit Hilfe eines Firebirds Force Edition. Dafür habe ich mir dann diesen schicken Polo Harlequin Edition in dem Premium-Paket geholt. Ja, ein bisschen mehr Leistung als normale. Das Dach ist das, ne? Das ist das gechoppte Dach, ja, cool. Ja, also passt schon. Und dann auch 158.000 ins Tuning reingesteckt. Kann man mal machen. Kuro? Ja, ich habe durch meine nicht gejockerten Spins 560.000 gezogen, für 400.000 den CC8S gekauft und ja, Tuning 140.000 um den Dreh, Vollaufbau. Also ein bisschen bleibt noch übrig, der. Ja, keine Ahnung, da kommt ein Tank oder so. Nur 24 Stunden, Razer. Genau, ich hatte meine Nicht-Joker-Spins knapp über 200.000, habe dann zum Glück gejokert, sonst wäre ich wahrscheinlich auch im Markt für einige dieser Autos, die hier schon stehen. Durch den Joker habe ich dann ein bisschen weniger Geld gehabt, 133.500 Credits nur. Habe dann entweder überlegt, ich nehme einen Range Rover und färbe ihn für $500 Gold ein. Dann gesagt, nee, ich will doch ein bisschen was Stärkeres fahren, habe eben gesehen, Supra. So in der Basis kostet sehr wenig. Ich wusste ja, Motorsport braucht es nicht, um dann einen Haufen Leistung rauszuholen. Und ja, jetzt stehe ich hier mit einem Whitebody auf locker vierstellig und halt eben 350 Credits übrig für den Tank. Bad Boy. Ja, ich habe 390.000 rausbekommen, habe für 315.000 diesen wunderschönen Porsche geholt, weil ich gesagt habe, sagen immer alle, Ray fährt Porsche. Ray fährt heute bestimmt kein Porsche. Alle anderen sagen, Ray fährt Porsche, nehmen keinen Porsche. Bin ich mit Porsche sicher? Und wie ich hier gucke, lag ich sogar richtig. Aber knapp, eigentlich ich war kurz davor, einen Porsche zu nehmen. Also ganz gut gegambelt und ja, schönen Aufbau draus gemacht. Auch knapp über 1000 PS. White Body Kit. Ein hübsches Design. Ich bin zufrieden. Herr Winko, bitte. Ja, das Glück war mir mal heute ein bisschen. Ich bin so mit knappen auch 300.000 aus meinen normalen Spins rausgekommen. Der Honda hat mich da angelacht. Hab ihn ein bisschen dann eine Leistung und ein bisschen Sitze rausgeschmissen, dementsprechend, dass ich sage, okay, damit kann man mal nicht nur geradeaus fahren und ja, bin zufrieden. Brain Switch. Ja, ich hatte 285.000 Tuning-Budget. Oder beziehungsweise allgemein Budget, habe mir davon diesen schönen McLaren GT gekauft. Das ist eigentlich auch ein Vollaufbau geworden. Also ich habe jetzt Semi-Slicks drauf statt Slicks, aber sonst eigentlich alles drin. Habe noch ein paar Tausend dabei über gehabt. Habe noch ein lustiges Design gefunden.
Ja. Falk. Ja, im ersten Versuch bei den Spins grüne Welle. War dann nicht so, habe ich gejokert, kam ich auf um die 280.000, habe mir dann für 224.000 den McLaren hier gekauft, bis auf 700 das Budget ausgereizt und fährt sich ganz gut. Maxi. Ja, ich dachte schon, ich habe in Wheelspin mal Glück vom Geld her, dann kamen die letzten drei Spins mit zusammen 30.000. Habe es dann aber trotzdem genommen und wollte mir schon fast einen Porsche GT2 RS kaufen. Habe es dann aber doch gelassen, weil mich der McLaren irgendwie angelacht hat und ich den mag und habe dieses wunderschöne Duke Dynamics Kit drauf gemacht und natürlich passend dazu das Design von Stewie und konnte dann auch mein Budget bis auf 700 Credits ballern. Ja, ich heute getreu dem Motto, ja, trau dich pink zu fahren. Ich habe tatsächlich, wenn ich es glaube ich so überblicke, nicht so viel Budget gehabt wie die meisten und habe mich dann für eine ja, ziemlich gute Preis-Leistungsschleuder entschieden. TVR Griffith, ja, also 175.000 Tuning-Budget, 105 fürs Auto, 70 fürs Tuning, that's it. Hexi. Ich habe schon ein schlechtes Gewissen. Ich hatte 567.500, da war eine Trailcat dabei und 400.000 fürs Auto. Ich hatte der Jaguar angelacht. Das sind so einer von meinen Favorite-Autos, die normalerweise ja in der eher noch, aber es ist der TW. Ja, nochmal 167.500 quasi fürs Tuning gehabt, davon knapp über 140.000 ausgegeben und das ist quasi einmal alles. Und dann ein bisschen Offroad und ihn versaut dann nicht immer die Forza-Spoiler. Das fand ich gut. Andi. Ich hatte 275.000 zur Verfügung, habe geschwankt zwischen einem Acura NSX und einem Porsche Turbo S und die logische Konsequenz ist dann der Demon geworden, der ein Offroader geworden ist. Sehr gut. Dann ist ja gut, dass ich mehr Richtung Straße heute gegangen bin wie Richtung Offroad. Ja. Immer ein Gegenteil von Andi. Ja, aber jetzt am Anfang bleiben wir so oder so erstmal auf der Straße, denn jetzt fahren wir erstmal schnell noch ein Track Race und gucken mal, wie diese hochgezüchteten Unicorns, nenne ich es jetzt einmal mal, performen. Und dann natürlich in gewohnter Manier werden wir hier Straßenrennen fahren. Am Anfang ein Offroad-Rennen, damit ich noch happy bin. Genau, perfekt. Du fasst es wieder mal perfekt zusammen. So, ich guck grad mal, habe ich hier nicht sogar meine Aero-Beschleunigung, sieht gut aus. Das hat sogar 9 Likes bekommen, weil ich einen Track Race erstellt habe. Ja, das merkt ihr mal. Richtig gut, wie ich das erstellt habe. Track Race, das Dach zu. Das hat den aerodynamischen. Hat sich 9 Leute verklickt. Ja, ich glaube auch. Ich muss noch gar nicht, dass man Blaupausen liken kann. Ich habe das Menü noch nie gesehen, aber ich habe auch noch nie in Horizon 5, glaube ich, ein Rennen drauf anders gefahren. Doch, wenn du ein erstelltes Eventlab fährst, unabhängig davon, ob das ein Standardrennen ist oder nicht, wirst du, glaube ich, am Ende gefragt, im Singleplayer halt, ob es dir gefällt. Und dann kannst du es halt liken. Bei Super 7 kenne ich das. Blaupausen bin ich halt noch nie gefahren, glaube ich. Ja. Ja, meistens das stellst du halt selber in der Blaupause. Also, ja. Aber, ja. Eben. Aber 9 Leute haben halt gesagt, ne, ich nehme mal die Einstellung, die hier vorhanden ist. Keiner an X, das ist schon mal beruhigend. Auch keiner an A. Das stimmt, ja. Ich hätte mit meinem X gehen können, aber dafür wären die Vollsticks da gewesen. Da will ich mich nicht an. Ja, ist richtig. Ja, oben raus fehlt mir jetzt die Power. Ich hab zu viel Aero auf dem Auto. Ja, ich werde eh ein kolossales Problem haben. Einfach aus Gründen. Ja. Das ist mir das Track Race jetzt egal. Mein Problem nennt sich Drehzahlbegrenzung und den werde ich wahrscheinlich auch erreichen. Ja, aber doch nicht. In der vorderen Hälfte. Also so schlecht war es dann ja gar nicht. Ein McLaren-Battle. Ja, sag mal so, ich habe meinen Drehzahlbegrenzer schon nach 200 Metern erreicht. CCAF selbst mit Voll-Ero-Einstellung schafft 440. Bei beide musst du den zweiten schalten. So! Gut! Boah, war das kein Automat? Track Race, was nimmt ein Wunder? Ja, das ist ja. Geiler Hunder, ne? So, dann lose ich doch schon mal aus und um Andi natürlich glücklich zu machen, steht jetzt folgendes Event an.
Ja, Asphalt, aber auch Grip, also Dirt. Das heißt, Andi ist glücklich. So halb. Die Straße war nass. Ist ja ganz wild. Oh Gott, ja. Und tschüss, Wand. Oh no. Jetzt machen sich natürlich die Demislicks nicht bezahlt. Was? Im Gelände machen sich Demislicks nicht bezahlt? Nee. Ja, Wahnsinn. Oh, scheiße. Der Königseck hat, glaube ich, den Checkpoint ganz knapp nicht gekriegt. Sorry, ich habe ihn bekommen, er hat mich leider gedreht. Echt? Okay. Tatsächlich so eingedreht. Erstmal notieren. Handbremse zum Starten. Boah, nächstes Mal muss ich lila nehmen als Farbe. Dann bin ich ja eigentlich genau zwischen blau und rot. Dann bin ich immer im richtigen Team quasi. Oh, das war schlecht. Go, 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 blaues Team. Wir versuchen schon unser Bestes. I try my best. Oh, das rote Team oder was? Ja, das hätte ich rausnehmen können. Also wir versuchen schon unser Bestes, Gott, euch zu besiegen. War nicht gut gefahren. Alter, hier rutsche ich ja mega. Das ist nasse Untergrund, ne? Es ist so ekelhaft. Aua. Gimme Asphalt. Oh yeah. Gimme Raikön? Gimme Raikön, ja. Aua. Ja, der kann das auch. Hat die Nesca-Serie sich auch gedacht, Gimme Raikön. Ja. Diesmal vielleicht nicht hier rausrutschen. Sehr gut. Und Knallgas. Oh, interessant. Also preis-leistungstechnisch fühle ich mich gerade ganz gut hier. Also preis-leistungstechnisch muss ich auch sagen, ich bin ja, glaube ich, der mit dem geringsten Budget gewesen. Wie viel hat das da? 175.000. Ah, 133.000. Ja. Ah, okay, okay. Weil Joker nicht funktioniert hat, ausnahmsweise mal. Ja, der Joker war trotzdem noch besser als das Normale. Beim Normalen hätte ich habe es gar nicht zusammengerechnet, aber ich auf jeden Fall, glaube ich, keine 100.000. Was bei 5 Spins schon traurig ist irgendwie, aber irgendwie auch normal. Oh nein. Oh Luna, das war vorbei. Wir haben Gelände klappt, der Wagen super, aber wir fahren halt leider Gelände drin, was nicht so viel Gelände beinhaltet. Ja, ich habe einfach das nächstbeste genommen, da habe ich jetzt nicht drauf geachtet, wie viel Prozent Gelände ist oder nicht. Aber ich meine, das ist nass. Das macht jetzt vielleicht auch spannender. Hey. Aber auch das habe ich nicht eingestellt. Das war so. Ja, damit, um keine voreiligen Schlüsse zu ziehen, gewinnt ein Team. Ja, immerhin. Und es ist rot. So. Diese Bremsen, ey. Ich hoffe, das kurze Stück Schmutz hat euch gefallen, weil ab jetzt, laut Andis These, sehen wir nie wieder Schmutz. Mal gucken, ob das stimmt. Wir schauen direkt aufs nächste Event. Ich finde es toll, dass der Zufallsgenerator Andi ein Geschenk macht und es genauso bringt, wie er es sich gewünscht hat. Das Traurige ist, wir nehmen das ja noch auf, während die Horizon 2 Woche gerade läuft. Und ich habe gerade das Startding gesehen, was bei der Stadtziellinie oben drüber hängt, das orange ist. Und dachte mir, jawohl, könnte es sein? Ja, okay. Ja, schade, nee. Aber immerhin Regen, aber den habe ich nicht eingestellt, der ist standardmäßig. Also ich hätte ihn ausstellen können, aber. Es erinnert irgendwie an Storm Island, oder? Genau, es ist Storm Island hier gerade. Irgendwann wird es Erfolge geben. Ja, stimmt. Gibt's mal eine Folge. Ja. Das ist die einzige Garantie, es wird irgendwann eine Folge geben. Ja, ja. Also ich denke auch, dass es nochmal eine Folge geben wird.
gerade sagen, Luna, das sah mir ein bisschen zu schnell aus. Hochschöpfer. Was macht das Spiel, wenn ich Greg-Reifen aufziehe? Oh Gott! Vince! Beschleunigst sehr gut, aber... Ja, Turn 1 ist so... Eher nicht so. Nee. Was macht der Zufallsgenerator dann? Ach so, oft, ja, das weiß ich nicht. Drift-Reifen. Dann aufziehen. Auf einmal kommen hier Minispiele oder so. Keine Ahnung. Dann habe ich andere Fragen. Dann weiß ich, dass du mich verarscht. Rapper, nice Linie. Hä, das ist die perfekte Linie. Ja. Fühlt sich an, als würde ich hier ein Formula-Drift-Fahrzeug fahren, auch wenn ich ein allradbetriebenes Auto fahre. Das sollte nicht so sein. Traurig ist, der Demon ist sogar echt gut, aber wir hatten halt alle Budget. Also komm, wo Straße ist. Einfach nicht drauf geschaut. Monitor. Immer wie diese Doppel-Links den kompletten Drift eigentlich rumziehen kann. Das finde ich ganz nett. So krass, wie gut dieser Tivial liegt, obwohl ich den eigentlich so semi aufgebaut habe. Ja, du bist auch einer der wenigen Straßenaufbauten. Also vor dem, was ich gesehen habe, haben einige Leute auf Autoreifen drauf. Ja, ja, aber ich habe den Straßenaufbau auch ein bisschen entschärft, höher gelegt, deutlich weichere Federn und auch nicht die Reifendrücke, die perfekt für Asphalt sind. Aber klar, auf jeden Fall mehr Straße als Offroad. Also ich habe mich diesmal schon bewusst dafür entschieden, zu sagen, okay, ich will doch lieber ein bisschen mehr Straße diesmal. Meine Karte, Rallye-Reifen und auch. Aber eher so nicht vorgebracht, worauf ich auch nicht mit einer Taktik oder so dahinter. Ich bin auch eher auf Straße gegangen, aber ich habe die Bremse vergessen, was mir ein bisschen zum Verhängnis wird. Die Bremse ist das einzige Nachteil beim TVA. Ich musste Bremsdruck deutlich erhöhen, dass sie überhaupt zupackt, sonst schießt sie quasi bei jedem Bremsmanöver geradeaus. Und das Gefühl habe ich beim McLaren auch. Das habe ich in der gestrigen CVR-Folge schon gesagt. Ich bin großer Fan von Gewichtsreduktion, aber die Bremsen gehören nicht dazu. Die sollen drin bleiben. Ganz richtig, ja. Die sollte man nicht rauskommen. Das ist, das geht nicht lange gut, sagen wir es mal so. Ja, eine Kurve, um genau zu sein. Ja. Also das hatte ich eben im Rennen halt auch und jetzt muss ich vorsichtiger fahren. So, und damit holt Team Rot den zweiten Punkt. Ja, mal gucken, ob da Team Blau nochmal rankommt oder ob Team Rot hier das im Durchmarsch erledigt. Auf jeden Fall schauen wir mal, welche nächste Asphaltveranstaltung jetzt auf Andi und uns alle wartet. Im Prinzip müsste jetzt Andi glücklich sein, weil wir fahren Querfeld ein, aber nach dem, was jetzt zwischen dem Rennen davor und dem jetzt passiert ist, gehen wir nicht weiter drauf ein, ne? Nee, lieber nicht. Hotfixes sind toll, mehr sage ich dazu nicht. Ich nehme mittlerweile seit über 7 Jahren an diesen Folgen teil. Ich war noch nie so abgefuckt von dem Vorsatzteil wie in diesem Moment. Problem. Da hat sich wer gedreht. Oh. Ja, das war ich. Ist es Kollision an? Nee. Oh mein Gott. Oh, shit. Oh mein Gott. Oh, wo kommt ihr denn hier? Ah. Da kommt erst die Linkskurve. Oh, links. Oh, scheiße. Wo Excel schien hier mit gerade aus? Da, let's go. Die Bremse nicht gefunden. Ja, ich wusste nicht, dass sie so eng ist. Oh, ich überspringe aber die Kurve, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Brems. Oh, Checkpoint. Oh, ja. Das war knapp. Das war merkwürdig, als verstanden. Oh, 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 oh. Ja, das war, du konntest bremsen, würde ich sagen. Oh mein Gott. Ach, da ist ein Stein. Ja, ein bisschen Glück war dabei. Ey, ein bisschen sehr viel. Oh, die Kurve ist fies. Hey, für das, dass ich hier mit Semislicks fahre, bin ich eigentlich echt zufrieden. Nein, nein, hab ich schon wieder gedreht. Kuru, ich wollte gerade sagen, Kuru, du magst, glaube ich, auch diese Zäune sehr gerne, oder? Nee, das Problem ist, dass ich ja meine Bremsen falsch eingestellt habe. Ja, ich ja auch. Also, ich habe halt keine gekauft, gefühlt. Ja, Asphalt! Bei extra Sonderausstattung, die hatte ich nicht mehr. Komm. Oh mein Gott, was ist denn hier los? Da liegt der nicht mehr. Hey, wer ist denn da weggeflogen? Ich überhole sie alle! Yeah. Wer ist da komplett crazy im Offroad? Was geht denn bei euch? Aber die holen uns noch. Ein bisschen weit geflogen. Also fliegen kann er. Oh! Oh mein Gott, die Supraläufer können auch besser fliegen. In der Luft beschleunigt man nicht. Eigentlich nicht so gut, wenn man so weit fliegt. Mein Gott. Na, komm herum! Ja, komm! Aber wenn der schon umdreht. Jawohl!
bekommen. Ja, ich habe das Fahrzeug nicht richtig. Wenn ich zu früh Gas gegeben hätte, wäre ich wieder mal geblieben. Jawohl. Ja, aber spannend war's. Oder nicht? Oh. Spannend war's. Die Kurve habe ich gerade ausgenommen. Das war eine gerade Kurve. Ja, Blau. Und damit, guck mal an, Team Blau holt dann doch noch den Punkt und damit steht es 2-1 für Team Rot und alles ist noch offen und wir schauen mal, was es ja, in der vierten Veranstaltung zu sehen gibt. Ja Mensch, also jetzt will ich nichts mehr hören. Griprennen, Gürtrennen, was auch immer. Gürt wäre eigentlich viel besserer Name als Grip. Über Grip verstehe ich mir eigentlich was anderes vor. Oh mein Gott. Oh. Oh Gott, da eine Kurve. Da kam eine Wand. Oh Mama. Oh Gott, ich merke richtig, wie das Auto sich so im Sand vergräbt. Das oh mein, so oh Mama. Die Wand haben mehrere nicht gesehen. Mal schau. Oh, hätte ich fast Checkpoint verpasst. Das habe ich nicht gesehen. Ich tue es nicht gesehen. Das war gut. Okay, danke. Hält sich da ein König sehr geil oder? Oh, ja. Alles gut. Still alive. Oh, au. Ich will eigentlich nicht wallriden, aber. Muss jeder, glaube ich. Also, ich sehe die Leute vor mir, diese fünf. Diese Cluster vor mir, alle nur in der anderen. René! Was ist das? Ich schaue eigentlich nicht mit Absicht rein, aber manchmal kannst du es, gerade wenn du einen Aufbau hast, der nicht dafür gebaut ist, gar nicht verhindern. Allerdings, dieser Jaguar da vorne hat fette Geländereifen. Da warte ich ja mal ein bisschen weniger Wallriding hier. Sehr gut. Die Ansage hat das nicht gemacht. Oh Gott, da kam ja eine Wand. Oh! Ja, bei mir auch. Supervorteil, ja. So, scheiße. Das hat lang gedauert. Hoppelhäschen, komm rum! Ey, Ruhe, na, endlich hat sich mal das Tier nicht ausgezahlt. Ist heute der Red Bull hier unten. Gut, er hat sogar ein Alpha Tauri Design, das passt ja. Ja. Krass. Seiner Topspeed, die er da anzieht. Ja gut, damit gewinnt zumindest mal Team Rot, weil drei Punkte mehr kann man, beziehungsweise mit drei Punkten gewinnt man auf jeden Fall bei fünf Disziplinen. Trotzdem fahren wir noch die fünfte und finale Disziplin. Dann schauen wir mal, ob ja, was es halt ist. Wa? Lassen wir uns überraschen. Ja, also ich würde sagen, heute sind wir doch alle ganz gut weggekommen. Zweimal Straße, zweimal Dirtrennen, einmal querfeldein. Für jeden was dabei. Keine Widerworte, perfekt. Ja. Man muss auch sagen, es ist auch schon wieder spät geworden, weil ne, das, was wir wegschneiden, das kann manchmal sich um sehr, sehr lange Minuten handeln. Sagen wir sehr viele Minuten, ist besser. Eine Minute ist so lang, wie sie lang ist. So, wer fliegt alles raus? Also ich war richtig am Limit. Da hat einige. Der Kuro, ich wollte Max, das war meine Wand. Ich wollte, das war so klar, dass der wieder angeschossen kommt aus dem Licht. Wie viel Leistung hast du eigentlich? Jo, Cramper! Ruhe über alle. Ich glaube, da brauchst du nicht so viel in dem. Alter, das hat er auch, glaube ich. Cramper, was machst du? Ich habe jetzt kein Auto, fliegt mir weg. Also, ich sag mal so, ich habe in meinem TVA keine 1000 PS, ne? Also, deswegen finde ich es schon erstaunlich, wie gut er trotzdem mithält. Und bist du mit denen, also, ist ein Streichkandidat jetzt, oder? Oh, danke, Spiel. Bin ich uns so gut? Oh nö, ja, so, super, ich komme mit 1600 PS daher und ich habe noch keinen Vollaufbau. Ein 7 werden da auch mit drinnen für wenig Geld. Ja, ich bin gerade aus der Kurve geflogen, dabei hat sich dann erstmal das Spiel aufgehangen, fand ich auch schön. Ach. Der Hotfix wieder, das heißt jetzt bin ich so weit hinten, dass ich nichts mehr da sehe. Rechts geht, weißt du, Luna? Was? Links. Luna, was machst du denn da? Wo bist du denn? Au. Hinter der Bande. Ich glaube, ich schaff's nicht mehr, ins Ziel. Oh, warum kommt dir der Arsch so?
Luna, weißt du noch was wenigstens fürs 3-2? Wie schaut's aus da hinten? Das finde ich so unfair, was der einfach auf den Geraden da aufholt. Also der Kurve ist halt den komischerweise sehr schwierig. Aber du hast ja Geländereifen oder Dirtreifen drauf, ne? Ja, und die dazugehörige Aufhängung. Nein, guck mal, weißt du, das hätte so gereicht, aber der hat einfach zu viel. Naja, ich würde sagen, für das Budget kam ich doch mit dem Auto ganz gut weg. Ich sehe schon, bei der nächsten Ausgabe haben wir alle einen TBA. Den nehme ich jetzt nicht mehr. Ich dachte, der wird gestrichen jetzt. Ich wollte gucken, welche OP-Fahrzeuge es gibt. Der kommt auf der Liste. Ja. Der TBA? Ja. Weiß ich nicht. Nein! Der ist halt gut, aber OP? I don't know. Ja, für die Kostenscheibe schon. Jawohl, Blau hat noch gewonnen. Für die Kosten, ja. Ja, man muss ihn aber auch erstmal so aufbauen, ne? Also. Du hast gesagt, es war eine 5-Minuten-Tarine. Das goldige Tuning-Händchen habt, so wie ich. War ganz selbst eingenommen. Aber jetzt haben wir ja deine Aufnahme, oder? Man sieht ja, was du getunt hast. Ja, dann merkt's euch halt. Ja, lernt raus. Aber was 82%. Ein krasses Experiment ich da gemacht habe. Ja, die größte Schwäche ist die Bremse tatsächlich. Da musst du wirklich, bin ich reinbuddern bei dem Ding. Gut, aber damit sind wir durch. Team Rot hat, glaube ich, 4-1 gewonnen. Wenn ich es noch richtig weiß, ist schon lange her, als wir die Aufnahme begonnen haben. Aber... Richtig. Ja, ist halt leider so. Was soll man machen, wenn das Spiel so... Naja, egal. Reden wir uns nicht drüber auf weiter. Wir sind jetzt auf jeden Fall raus. Wir wünschen euch allen ein wunderbares Restwochenende. Vielen Dank an alle, die dabei waren. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Ciao. Ciao.